Bequeme Filterung mit Datenschnitten. Damit lassen sich sehr einfach übersichtliche Filter für Pivot-Tabellen umsetzen. Wie das genau funktioniert, das sehen wir uns jetzt an. Natürlich sind Pivot-Tabellen standardmäßig bereits mit Filter ausgestattet. Aber gerade wenn mehrere Filter gleichzeitig angewendet werden, ist es oftmals nicht mehr so einfach zu erkennen, was gerade gefiltert ist. Aus diesem Grund haben sich Datenschnitte sehr bewährt. Ich habe nun Microsoft Excel geöffnet und exemplarisch eine Auswertung, die mir den Umsatz nach Land anzeigt. Hier sehen wir einen Datenschnitt, mit dem ich nun diese Grafik einfach schalten kann. Ich kann auch mehrere Selektionen vornehmen. Dazu drücke ich die Steuerungstaste. Ich kann auch die Filterung aufheben mit dem Symbol Filter löschen und erhalte nun die gesamte Selektion. Kommen wir nun zu dem Thema, wie erstelle ich einen Datenschnitt? Ich lösche diesen und erstelle einen neuen Datenschnitt. Dazu gehe ich im Bereich Einfügen in die Rubrik Filter und selektiere Datenschnitt. Nun erhalte ich bereits die Auswahl, welchen Bereich ich aus meiner Tabelle Landumsatz ich als Filter bzw. Datenschnitt verwenden möchte. Ich setze den Haken bei Land und erhalte nun meinen Datenschnitt und kann, wie vorhin gezeigt, auch jetzt eine Filterung wieder vornehmen. Wie ihr seht, kann mit diesem Datenschnitt eine Filterung sehr bequem umgesetzt werden. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Ich freue mich auf Abonnenten. Tschüss und bis bald.